Die subtropische Zone befindet sich zwischen der tropischen und der gemäßigten Zone. Die subtropische Zone wurde in drei klimatische Gebiete aufgeteilt: in das trockene Gebiet, in das winterfeuchte Gebiet und in das immerfeuchte Gebiet. Die subtropische Zone verbreitet sich über einen Teil der Nordhalbkugel und der Südhalbkugel. Auf der Nordhalbkugel erstreckt sich der größte Teil der subtropischen Zone über Südeuropa, den Süden Asiens, den Süden Nordamerikas und den Norden Nordafrikas. Auf der Südhalbkugel erstreckt sich der größte Teil der Subtropen über den Süden Südafrikas, den Süden Südamerikas und den Süden Australiens. Ein Beispiel für die Flora ist die Thalia genicillata, auch genannt Alligator Flag. Beispiele für die Fauna wären Skorpione, Spinnen und Schildkröten. Im Winter ist das Klima in den Subtropen wie das Klima in der gemäßigten Zone. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei über 20 Grad Celsius. Die trockenen Subtropen sind arid und haben einen Vegetationszeitraum von 6 Monaten. Die immerfeuchten Subtropen haben ein Klima wie der Regenwald und haben einen ganzjährigen Vegetationszeitraum.